Hamburg aktuell, der Stadtnachrichten-Podcast von den Radiosendern Hamburg 2 und Radio Hamburg. Moin zusammen, heute ist Montag, der 18. November. Ich bin Markus Stich. Die Woche ist ganz schön nass gestartet, aber davon lassen wir uns natürlich nicht abschrecken. Bei uns kriegt ihr immer zuverlässig alle wichtigen Hamburg-Themen. Wir wissen, was in der Stadt los ist. Montags bis freitags immer um 17 Uhr online, überall, wo es Podcasts gibt. Und pünktlich zum Feierabend um 17:30 beim Radiosender Hamburg 2 auf der 95.0. Heute werfen wir wie gewohnt mit Matthias Adler vom Hamburger Tagesjournal einen Blick auf die kommende Woche. Moin Matthias! Moin Markus, grüß dich. Ja, die Ampel im Bund ist jetzt Geschichte, aber wir kriegen eine neue Ampel in Wandsbek. Wie ist es denn dazu gekommen? Naja, das ist jetzt eine Folge der Bezirkswahlen im Mai. In Wandsbek hat die CDU gewonnen, aber jetzt gibt es dort eben ein neues Ampelbündnis aus SPD, Grüne und FDP. So ganz genau weiß man es nicht, aber es ist so, dass Wandsbek insofern ganz interessant ist, als Andreas Dressel dort Kreischef ist und auch sein CDU-Konkurrent Dennis Thering. Und es ist wahrscheinlich nicht ganz falsch zu vermuten, dass Dressel da jetzt keine SPD-CDU-Koalition haben will, weil es ja auch kein Signal für die Bürgerschaftswahl geben soll. Und deswegen hat man sich jetzt eben auf dieses Ampelmodell geeinigt. Er hat wohl heute nochmal betont, dass das schon fertig beschlossen war, bevor die Ampel in Berlin dann zu Ende ist. Okay. Wie gesagt, jetzt wollen sie es halt in Wandsbek nochmal versuchen. Und auch im Bezirk Nord gibt es bald ein neues Bündnis, da aber keine Ampel. Genau, in Nord ist es aber ähnlich wie in Wandsbek. Das heißt, der Wahlsieger wird nicht Teil der neuen Koalition sein. Dort hatten die Grünen gewonnen. Dort gibt es jetzt eine sehr komplizierte Koalition aus SPD, CDU, FDP und Volt. Eine Viererkonstellation. Das ist ja alles auch nicht ganz leicht. Sind doch noch nicht durchverhandelt. Aber wie gesagt, also auch dort wird der Wahlsieger, in diesem Fall hier die Grünen, nicht an der Koalition teilnehmen. Da gibt es ja noch einen interessanten Seitenaspekt. Bisher war in Nord ja der Grüne Michael Werner Bölz Bezirksamtsleiter. Das ist ja ein kleines Kuriosum, weil der hat ganz schön Glück, dass erst am 12. Dezember seine Nachfolgerin gewählt wird. Wie hängt das zusammen? Naja, es gab da mal neulich einen Artikel in der Bild-Zeitung, die haben sich damit beschäftigt. Und er hat wohl bei einer Versammlung gesagt, dass er hofft, dass er erst im Dezember abgewählt wird, weil dann seine Pension greift. Das sind so um die 3.000 Euro, glaube ich. Die kriegt man aber erst, wenn man 5 Jahre Bezirksamtsleiter war. In seinem Fall ist es jetzt nicht ganz klar. Also er glaubt, Dezember reicht. Aber offiziell hat er wohl erst im Februar 20 angefangen. Also insofern wäre auch Februar 25 erst das Datum. Da denke ich, wird sich jetzt noch mal jemand beamtenrechtlich mit auseinandersetzen. Aber wenn er recht hat, dann kann er zumindest das ein bisschen schmerzbefreit wahrnehmen, wenn er da abgewählt wird am 12. Dezember. Okay, das behalten wir also ein bisschen im Auge. Eine ganz andere Wahl endet aber schon heute. Dabei geht es um eine U-Bahn-Station. Genau, die U4 soll ja über die Elbe springen Richtung Grasbrook. Dort soll es eine ganz, ganz schicke U-Bahn-Station geben, die wohl über dem Moldauhafen angeordnet werden soll. Also die Bilder, die man da schon so sehen kann, das sieht wirklich schick aus. Da hat man jetzt die Hamburger gebeten, sich mal über Namen Gedanken zu machen, wie diese Station heißen soll. Da gibt es jetzt 3 Vorschläge. Die kann einmal Grasbrook heißen, weil das ist dann halt der Stadtteil, der dort entstehen soll, also ganz platt. Könnte auch Moldauhafen werden, weil eben auf dem Moldauhafen und vom Bahnsteig aus blickt man aufs Prager Ufer, was so der dritte Vorschlag für den Namen wird. Heute fährt Daniel Stjaks, Verkehrssenator, schon mal durch den Hafen und stimmt die Journalisten, glaube ich, darauf ein. Aber Mittwoch soll dann offiziell verkündet werden, wie der Name dann final lauten wird. Und steht denn schon fest, wann die Station fertig werden soll? Ja, so ganz grob. Man hofft, so Anfang der 30er Jahre die Bahn dann darüber gebracht zu haben. Das muss man jetzt halt mal abwarten. In der Regel dauert ja sowas ein bisschen länger, als man es geplant hat. Aber das ist so der grobe Zeithorizont. Okay. Da wir gerade bei Bauarbeiten sind, in das Schneckenrennen um den kurzen Olaf ist jetzt ja auch Bewegung gekommen. Genau, da sind jetzt wohl, also der Insolvenzverwalter wollte jetzt wohl im November die finalen Angebote haben, wer den Elbtower, also den kurzen Olaf sozusagen kaufen will und ihn dann eben auch weiterbaut. Das
zumindest der Weiterbau wird ja so zwischen 800 Millionen Euro und 1 Milliarde Euro geschätzt. Ja. Da gab es jetzt ein Interview am Wochenende mit Klaus-Michael Kühne, wo er meines Wissens zum ersten Mal offiziell bestätigt hat, dass er Teil eines Konsortiums ist mit dem Hamburger Immobilienentwickler Dieter Becken. Der hat erklärt, den Elbtower weiterbauen zu wollen und dann eben sich Partner zu suchen. Einer davon ist Klaus-Michael Kühne. Mhm. Da muss man jetzt einfach mal sehen, wie das weitergeht. Von weiteren konkreten Angeboten habe ich bisher noch nichts gehört. Es gab hier mal das Gerücht, dass da ein türkischer Baukonzern sich beteiligt. Aber bestätigt ist das alles noch nicht. Du beobachtest das Drama um den Elbtower schon etwas länger. Meinst du, das könnte diesmal klappen? Ja, das ist so ein bisschen Bauchgefühl. Also ich glaube, man merkt schon, dass das einfach so ein riesiges Bauvolumen ist in einer wirtschaftlich schwierigen Zeit. Ob man das da gestemmt kriegt, weiß ich nicht. Die Lösung mit Becken und Kühne wäre sicher eine ganz gute, weil es eine Hamburger Lösung wäre. Ja. Becken hat gesagt, dass er fast die Hälfte des Elbtowers vermieten kann an einen Ankermieter. Und das, glaube ich, wird auch der springende Punkt sein. Wenn er den mitbringt, dann hat das Ganze eine Chance. Wenn das nicht der Fall sein wird, dann könnte es, glaube ich, nochmal eng werden. Und das wäre dann auch nochmal eine Belastung für den anstehenden Wahlkampf. Das will die SPD, glaube ich, vermeiden. Das können wir vorstellen. Und da gibt es ja noch eine Hängepartie, die heute vielleicht sogar endlich beendet werden könnte. Es geht um das Gelände der ehemaligen Esso-Häuser an der Reeperbahn. Genau, da gibt es heute ja eine relativ sensationelle Nachricht, muss man sagen, dass Quantum und die Saga das Projekt übernehmen wollen. Ja. Bis Ende des Jahres soll das Areal gekauft werden, auf dem das Paloma-Viertel entstehen soll. Ja, genau. Also das wäre für die Stadt wirklich eine gute Entscheidung, weil bei vielen Bauprojekten läuft es ja nun wirklich nicht so gut. Wir hatten ja gerade den Elbtower. Das Holsten-Areal gibt es ja auch noch, wo es nicht vorangeht. Stimmt. Aber zumindest jetzt nach fast 10 Jahren oder nach 10 Jahren könnte jetzt Bewegung auf den Kiez passieren mit dem Paloma-Viertel. 200 Wohnungen sollen da entstehen, die meisten oder fast alle sogar, glaube ich, öffentlich gefördert. Also das wäre wirklich toll, wenn diese Brache dann mal wieder belebt werden würde und vor allem die Wohnungen entstehen. Und ja, genau. Der Club Molotow soll da ja auch zurückkehren, wenn das jetzt sozusagen noch gewünscht ist. Also das wäre wirklich toll, wenn da mal jetzt endlich Bewegung in die Zeit kommt. Ja, ich meine, Hamburg braucht auch wirklich dringend Wohnungen. Dann gibt es noch eine andere große, berühmte Baustelle, aber ganz anders gelagert, mehr so himmlisch. Worum geht's da? Genau, da geht es wohl darum, dass am Michel jetzt doch noch ein bisschen mehr gebaut werden muss als ursprünglich erwartet. Das Gesims, so heißt es wohl, die Sanierung des Gesims stellt große Herausforderungen. Und das wird jetzt in dieser Woche vorgestellt, was dort noch zu tun ist. In der Regel ist ja dann sowas auch immer noch verknüpft mit Spendenaufrufen und dergleichen. Insofern mal sehen, was da rauskommt. Und man merkt, dass Wahlkampf ist. Man kann, wenn man will, in dieser Woche unseren Bürgermeister auch noch persönlich treffen. Genau, man merkt jetzt wirklich, dass die Frequenzen zunehmen, jetzt auch nach den Entscheidungen mit der Bundestagswahl. Da scharren jetzt, glaube ich, alle schon mit den Hufen und suchen nach Terminen. Und Peter Tschentscher geht dann auf den Dom am Freitag. Er ist dort in der Bauernkarte und lässt sich dann eben von den Bürgern befragen und stellt seine politischen Ideen vor. Mhm. Das ist so eine Tour von ihm. Also er zieht durch ganz viele Stadtteile zurzeit irgendwie. Und jetzt, wie gesagt, am Wochenende oder am Freitag findet es dann eben am Hamburger Dom statt. Okay, gehen wir nochmal weg von der großen Politik. Du hast noch was für alle Weihnachtsfans. Ja, also auch das Fest kommt näher. Seit heute ist der Weihnachtsmarkt Weißer Zauber an der Alster eröffnet. Der ist ja immer ganz schön. In diesem Jahr wird es auch die Märchenschiffe wieder geben. Da gab es, glaube ich, eine Pause in den letzten Jahren. Und auch die Alstertanne soll zumindest wieder stehen. Sie ist noch nicht geschmückt, aber sie soll zumindest schon wieder zu sehen sein. Und dann geht es weiter. In der Hafen City gibt es auch einen Weihnachtsmarkt. Ja. Ich glaube sogar mit einer eigenen Eisfläche. Das soll ja auch immer ganz schön sein. Der öffnet am Donnerstag. Und am Montag dann der große Roncalli-Weihnachtsmarkt auf dem Rathausmarkt startet dann. Das ist ja so das Flaggschiff der Hamburger Weihnachtsmärkte. Der Weihnachtsmann wird dann wieder über den Platz fliegen. Und dann sind wir wieder alle so richtig im Weihnachtsmodus. Klasse, super. Danke, Matthias. Jetzt sind wir voll im Bild, was die nächste Woche hier in Hamburg angeht. Gerne, Markus. Thank you.
Hamburg aktuell. Ihr hört den Stadtnachrichten-Podcast montags bis freitags immer um 17 Uhr. Natürlich auch wieder mit allen anderen wichtigen Nachrichten rund um unsere Stadt. Hier ist unser aktueller Hamburg-News-Überblick. Ich bin Ines Wiese. Schönen guten Tag. Ja, es gibt jetzt eine Lösung für das sogenannte Paloma-Viertel auf St. Pauli. Das Areal der ehemaligen Essehäuser am Spielbudenplatz wollen die städtische Wohnungsgesellschaft Saga und der Immobilienentwickler Quantum bis Ende des Jahres von der Bayerischen Hausbau übernehmen. Unter anderem sollen auf dem Gelände 164 geförderte Wohnungen entstehen. Wegen heftiger Sturmböen auf der Nordsee verspätet sich der britische Flugzeugträger Queen Elizabeth bei der Einfahrt in die Elbe. Es wird damit gerechnet, dass das riesige Marineschiff gegen 17 Uhr im Hamburger Hafen eintrifft, so ein Sprecher der Bundeswehr. Das Schiff soll am Kreuzfahrtterminal Steinwerder anlegen und dort dann bis Samstagmittag festmachen. Und die EU weitet ihre Strafmaßnahmen gegen den Iran wegen der Unterstützung Russlands im Ukraine-Krieg aus. Die Sanktionen treffen unter anderem zwei iranische Häfen am Kaspischen Meer sowie russische und iranische Schifffahrtsgesellschaften. So dürfen die Häfen nicht mehr von europäischen Unternehmen ausgerüstet werden. Die betroffenen Schifffahrtsgesellschaften können keine Häfen in der EU mehr anlaufen. Hamburg aktuell. Hier ist unser Stadtnachrichten-Podcast. Montags bis freitags immer um 17 Uhr. Wenn ihr Pauli-Fans seid, sagt euch das Stichwort Kiezhelden wahrscheinlich was. Aber auch ganz unabhängig vom Fußball leistet diese Initiative eine tolle Arbeit. Sie sammelt Geld und unterstützt damit soziale Projekte für Sport, Obdachlose und Jugendliche. Worum es da genau geht und ob euer Anliegen vielleicht auch von den Kiezhelden gefördert werden kann, das bespreche ich morgen mit Natascha Klaassen von den Kiezhelden. Ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns abonniert und empfehlt. Wenn ihr Fragen oder Kritik habt, meldet euch einfach unter stadtnachrichten@hamburg2.de. Ich bin Marco Stehn, wir hören uns morgen wieder. Hamburg aktuell, der Stadtnachrichten-Podcast von den Radiosendern Hamburg 2 und Radio Hamburg.